Hallo Freunde und willkommen zur 19. Folge von Tom Clancy's The Division. In der letzten Folge haben wir uns wieder einer der Hauptmissionen zugewendet und ich muss sagen, es war die geilste Folge bisher. Und die längste. Naja, schauen wir mal, was diese Folge bringt. Wir werden uns mal in der Dark Zone umsehen. Dem riesigen PvP-Spielerbereich. PvP-Spielerbereich klingt auch gut. Im riesigen PvP-Bereich des Spiels. Bin schon sehr gespannt, was es uns bringt, was wir erreichen werden. So, wir haben hier eine eigene Währung, so wie es aussieht. Übertragung gestört. Empfang nur im Nahbereich möglich. Backup aktiviert. System neu gebootet. Vorsicht, Sie betreten die Dark Zone. Okay, dann rücken wir mal vor. Oha. Bam! Alter, er hat wirklich noch was getroffen, wie geil. Alter, das sind jetzt aber keine Spieler, das sind jetzt NPCs. Jetzt gegen, ich weiß nicht, kämpfen die jetzt gegeneinander? Oder was ist da jetzt los? Oh. Ach, ich kann das Level wieder zurückrutschen. Also, ich kann. Ja gut, ich kann das Level wieder zurückrutschen, ja. Ach du Scheiße. Leute, da müssen wir aber jetzt ganz gut aufpassen. Agent, wir haben von Nachschubabwürfen erfahren. Aber sie sind in der Dark Zone gelandet. Irgendetwas geht davor, aber ich weiß nicht genau was. Eins ist sicher, sie sollten da sein, bevor andere den Nachschub in die Finger bekommen. Egal was es ist. Ich glaube nämlich, es sind weder Nudeln noch Decken. Also los, Agent. Sicher? Vielleicht sind es Nudeldecken. Oder Decken aus Nudeln. Wow! Das sind auch die Vollidioten von eben. Ja, geil. Oh, das ist geil. Haha, geil. Aufstieg um Aufstieg.
Wieso sind die alle feindlich? Ich will dieses Objekt haben. Die Frage, soll ich jetzt abhauen? Alle in der Dark Zone gefundenen Objekte sind kontaminiert. Diese Objekte werden in ihrem Dark Zone Inventar aufbewahrt. Sie können die Dark Zone mit Kontaminierung nicht verlassen. Sie müssen geborgen und dekontaminiert, bevor man sie benutzen kann, okay? Ah, verdammt. Okay. Dann verstecken wir uns erstmal hier und schau mal ins Inventar. 4 von 6 Objekten, okay. Und wie kann ich die kontaminieren? Weg, 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 los, los, los. Verdammt, nicht möglich. Okay, wie kann ich kontaminieren? Division Tech, okay. Aber trotzdem, wie kann ich kontaminieren? Verdammt. Okay. Das kann ich aber auch, mein Freund. Verdammt! Okay. Komm schon, komm schon. Bam! In your face. Irgendwie muss ich das doch kontaminieren können. Wie kann ich kontaminieren?
Ah, das Zerlegen von kontaminierten Objekten liefert keine Materialien, okay. Verdammter Scheißdreck, ey. Ah. Okay, dann machen wir es anders. Karte. So, da gehen wir jetzt hin. Feinde, okay. Oh! Oh, sorry. War keine Absicht. Es war echt keine Absicht. Allein mit all den Anlegen, ja toll. Okay, cool bleiben, Junge. Cool bleiben. Komm, hoch mit dir. Ah, verdammt. Okay, das machen wir anders. Das wird nichts. Ich habe noch mehr über die Nachschublieferung herausgefunden. Es ist die Vision-Ausrüstung. Wir müssen also unbedingt als Erste dort sein. Die SHG-Technik darf nicht den versprengten Fraktionen in die Hände fallen. Warum sie abgeworfen wurde, weiß ich noch nicht. Ach, schade. Ich habe jetzt gehofft, wir könnten irgendwas kaufen zum Desinfizieren. Sieht aber leider nicht so aus. Naja, das war die Dark Zone. Fällt mir aber gerade ein, wir haben ja noch ein Video entdeckt, das würde mich mal interessieren. So, die Cleaners. Ach du Scheiße. Scheiße. Kranke Bastard. Sehr anständig von ihm. Lasst ihn los! Er hat euch nichts getan! So.
Machen wir weiter mit ein paar Nebenaufträgen. Die nächste Folge werden wir auch noch ein bisschen Punkte sammeln, aber dann werden wir... Also wir werden jetzt den Rest der Folge noch Punkte sammeln, in der nächsten Folge Punkte sammeln und in der nächsten Folge werden wir auch die Punkte ausgeben. Und dann gucken wir mal, ob wir noch eine Story-Mission schaffen. Das klingt doch ungefähr nach einem Plan. Ungefähr jedenfalls. Ja, Filter 3 haben wir leider nicht. Wenn ich das hier sehe, da kommt richtig Weihnachtsstimmung in mir auf. Für nächstes Jahr. Haben die den hier festgebunden? Er ist erfroren. Ach du Scheiße. Holen Sie sich aus. Das klingt jetzt wie ein schlecht gewarteter Heli. Oh, lecker. Krieg ich was davon ab? Hey, du sollst das Lager doch nicht verlassen. Ich hab's nicht mehr ausgehalten, okay? Ich musste einfach mal raus. Schon gut, schon gut. Ja. In der Not ist der Teufel fliegen. Oder eben Ratten. Aber ganz ehrlich, wenn man nichts zu essen hat, wenn man so feststeckt wie hier, also ich glaube, da würden wir das alle tun. Eine Ratte, gut durchgebraten, bisschen Salz, Pfeffer, bestimmt ein Genuss. Bestimmt ein Genuss. Wow. Bin ehrlich, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Oh, das wäre jetzt ein interessantes Gefecht geworden. Die Straßen sind jetzt viel sicherer, sagt er. Wir haben gerade zwei Leute in die Luft gejagt, mitten auf der Straße. Und jetzt habe ich zwei Leute erschossen mit der Vermutung, dass sie vielleicht auf mich schießen können. Aber die Straßen sind sicherer geworden. Scheiße. Komm. Lade, lade, lade voll. Komm schon, komm schon. Hihi. Und da fliegt er. Ah, also im Vergleich zur letzten Folge ist die hier ja wirklich richtig gechillt, richtig schön ruhig. Kaum was los. Hi. Ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut, ob ich die Virusforschung da überhaupt machen kann. Okay, es sieht mal so aus, als ob ich es machen könnte. Stand jetzt nichts von Filterstufe oder so etwas. Ey, ey, ey! Das war kein Auspuff. Warum haben Sie was gegen mich?
Hab ich ihm gerade ins Bein geschossen? Sorry. Das war wirklich unabsichtlich. Das war unabsichtlich. Filter 1. Ja, krieg ich hin. Das war noch nicht alles. Nur wertlose Münzen. Oh, der hat aber schnell reagiert. Muss man ihm lassen. Muss man ihm lassen. Ja, siehst, ich muss außen rum rennen. Man muss positiv denken. Ich hab's gewusst. Ich wusste, dass ich wieder hier bin. Okay, falls dieser Bastard immer noch hier ist, kriegt er diesmal eins aufs Maul. Die warten nur darauf, dass wir kapieren. Scheiß drauf. Ja. Komisch, dasselbe wollte ich gerade über dich sagen. Ja, leck mich doch am Arsch. Okay, Leute. Ich beende die Folge jetzt an dieser Stelle. Dieser Bastard, ey. Na, wisst ihr was? Wir werden jetzt noch den Ausbau der Basis bezahlen. Wir können ja einen Bereich aufbauen und vielleicht bringt uns der irgendeinen Vorteil. Einen Vorteil, den wir jetzt gebrauchen können. Ah, Mann. Guter Job drüben am Pathway Project. Kämpfen Sie weiter für das Gute. Ich tue von hier aus, was ich kann. So, Arsenal. Erweitert das Granateninventar um 1. Entsperrt den Händler für hochentwickelte Waffen. Nachschublinie? Kleidungshändler. Dann will ich lieber das Arsenal. Wieso kann ich eigentlich das hier bezahlen, aber nicht den Büchsenmacher? Ach, dafür brauche ich erst das Arsenal, okay. Für die Kaserne, Lagezentrum und Arsenal. Aber das Lagezentrum habe ich. Ah, ich brauche dann noch das Arsenal, okay. Den hier. Jetzt kann es richtig losgehen. Ab sofort sind Sie mein absoluter Lieblingsagent. Verkäufer für fortgeschrittene Waffen. Schauen wir mal, was der uns bringt. Klasse, das Waffenarsenal ist jetzt bereit. Mehr Waffen und Ausrüstung für die Guten. Weiter so, Agent. Das sind satte Preise, Leute. Und wie glücklicher Kunde. Naja. Okay, Freunde, in der nächsten Folge werden wir trotzdem noch Punkte sammeln und hoffentlich können wir dann auch noch irgendwas ausbauen. Und wenn nicht, tja, Pech. Punkte werden wir sammeln, auf jeden Fall auch Erfahrung, und dann werden wir uns an eine der Hauptmissionen wagen. Ich bin gespannt. Und ich hoffe, ihr hattet ebenso Spaß wie ich. Es war ruhiger, diese Folge. Ist ja auch mal nicht verkehrt. Die nächste Folge, wie gesagt, werden wir Punkte sammeln und auch ein bisschen von der Stadt erkunden. Okay, wir sehen uns dann. Agent PP meldet sich ab. Ciao.